Also wir sind ja, wir haben schon ganz schön Abwehranlagen bauen wir da. Aber die dauern halt noch ein paar Tage, bis die fertig sind. Ja, da könnte man jetzt eigentlich mal ein paar Waffen hinschicken. Schweres Plasma oder so oder ein paar Rüstungen. Nicht genug Lagerplatz, super. Naja. Kann man nichts machen. Raketenabwehr ist schon mal fertig, okay. Schick mal den mal was auf den Hals. Oder auch nicht. Genau, da wollte ich ja noch den zweiten Panzer dazu schicken. Oder wie wär's mit drei Panzers? Man kann nie genug Panzer haben. Vor allem können die nicht mind-controlled werden, das ist die Hauptsache. Panzerplasma, 850.000 und Illyrium brauchen die. Illyrium, haben wir nicht genug. Illyrium brauchen wir als Treibstoff, das wollen wir nicht verbauen. Deswegen bauen wir mal zwei lasergeschützte Panzer. Zwei. Dann behalten wir einen für unser. Dann stecken wir einen in unsere Avenger, einen Laserpanzer. Und einen zweiten schicken wir mal in die andere Base zur Verteidigung. Ja. Oder wie oder was? Und dann schaue ich mal, dass ich Zeug verkaufe, weil ich brauche Geld für die Panzer. Verkaufen wir einfach mal was. Die Leichen können wir verkaufen. Ein paar Granaten kann man ja auch verkaufen. Und auf jeden Fall schwere Plasma mal 52. Da kann man auch welche verkaufen. Die bringen viel Cash. Okay. So, zwei Panzer. Zwei. UFO verloren. Ja, haben wir es verloren in der Hosentasche oder wie oder was? Da schicken wir mal einen Abfangjäger hin. Waffentechnisch kann das jetzt zwar abschießen, aber ob er das erwischt, naja. Außerirdische Vergeltung, die fangen wir mal ab. UFO abgestürzt. Toll über dem Wasser, super. Okay, der ist abgestürzt. Forschung abgeschlossen. Crystallid. Diese Krebsstern, dieses Wesen sind eine mächtige Waffe im Nahkampf. Einstellender Stoffwechsel und außergewöhnliche Körperkraft verleihen diesem Geschöpf Schnelligkeit und Gewandtheit. Anstatt sein Opfer zu töten, legt er es ein Ei in ihn und injiziert ihn ein Gift, das sie zu Zombies macht. Kurz nach dieser Befruchtung bricht ein neuer Krystallid aus dem Feuer vor. Die Krystalliden arbeiten mit dem Schlangenmenschen zusammen. Have fun. Oh, das sieht aber süß aus, wie der so grinst. Oder ist doch ein Grinsen im Gesicht? Ja, oder? Ja. Das ist ein feiner, ganz feiner. Okay, die neuen Soldaten sind da in der zweiten Base. Oh, die Panzer sind fertig. Super. Das Hauptlager dauert noch 6 Tage.
Äther Autopsie. Diese Wesen sind körperlich kaum entwickelt und scheinen nicht in der Lage zu sein, Lebensfunktionen zu erhalten. Die Muskeln sind stark verkümmert, die inneren Organe kaum ausgebildet, wie bei einem Franzosen. Die Wahrnehmungsorgane, einschließlich die Augen, scheinen völlig funktionsfähig und tüchtig zu sein. Das Gehirn dagegen ist gut entwickelt und zieht einen Großteil der Blutversorgung des Körpers auf sich. Es ist ein Rätsel, wie sich diese Kreatur ohne äußere Hilfe am Leben erhalten kann. Vielleicht ein Fall für die X-Akten. Naja, egal. Bald kann man nichts mehr erforschen, super. Was erforschen wir denn als nächstes? Die Fusionsabwehr. Und ein Totensektoiden. Außerirdische Versorgung Treiber. Den schnappen wir uns. Ich hoffe es zumindest mal. Oh, das sind Schlangenmenschen am Boden. Das ist ein intaktes Raumschiff. Da können wir Illyrium abstauben. Ja. Wir wollen die Mission beginnen. Das ist ein gutes Raumschiff, das ist noch intakt, deswegen kann man da Illyrium abstauben für unsere Raumschiffantriebe. Aber ich bräuchte endlich mal so einen Alien-Anführer betäubt. Da muss man, glaube ich, so ein Eterva-Raumschiff abschießen. Naja, da werde ich dann schon mal schauen, dass ich das nächste Mal so ein Eterva-Raumschiff abschieße. Dass man dann mal alles betäubt, was uns vor die Flinte läuft. Dass wir endlich mal vorankommen. Ich will endlich mal zum Endkampf aufbrechen. Oder wie, oder was, oder wo, oder wer. Also das letzte Mal, wie ich das Spiel gespielt habe, da habe ich dann durch Zufall so einen Anführer betäubt und dann konnte ich irgendwie was davor, irgendwie so ein, naja, auf jeden Fall konnte ich dann irgendwie zum Endkampf schreiten, aber ich sitze gerade irgendwie fest, ich komme nicht weiter. Naja, mal schauen das nächste Mal. Mal schauen. Kann ja nur besser werden. Oder schlechter. Naja. Auf jeden Fall haue ich dann mal eine Aufnahmepause rein und dann sieht man sich beim nächsten Mal wieder. Bei XCOM UFO Defense. Kleines, nettes Spielchen. Lalala. Und ciao.